Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt. Heute geht es um Hand of Blood nochmal und auch um Tinker Leo und einige andere Influencer, die jetzt belästigt wurden. Nach dem Rust-Drama ist das Ganze noch weiter eskaliert. Ich hatte ja in meinem letzten Video schon alles aufgeklärt und möchte dazu auch noch einiges sagen. Ich verlinke euch natürlich, wenn ihr noch nicht im Bilde seid, das letzte Video. Würde mich generell freuen, wenn ihr mir hier eine Chance gebt für Meinungsblogs und News. Wir müssen auch nicht immer einer Meinung sein. Ich persönlich fand den Spruch jetzt nicht so tragisch, weil es für mich in-game war. Viele von euch waren aber auch der Meinung, dass es überhaupt keinen Unterschied, ob das jetzt in-game ist oder auf der Straße. Und das akzeptiere ich. Ich zeige hier Empathie, das habe ich auch im letzten Video gesagt, dass ich das sehr wichtig finde, dass man sich in andere Leute auch hineinversetzt. Für Tinker Leo war dort eine Grenze erreicht, dann muss man das akzeptieren und dann sollte man auch das Ganze natürlich auch hier nochmal betonen, dass ich natürlich auch keine Frau bin und selber auch nicht weiß, wie das sein muss, wenn man tagtäglich blöde Sprüche auf dem Discord, auf der Straße und Co. bekommt, die alle in eine sexuelle Richtung gehen. Also wie gesagt, lassen wir das jetzt hier nochmal so stehen und ich hoffe, damit ist das Ganze auch geklärt und wir müssen auch nicht immer einer Meinung sein. Das ist hier ein Meinungsblog-Kanal bzw. ein News-Channel. Ich versuche euch immer aktuelle Themen nahe zu bringen und wenn wir nicht immer 100% einer Meinung sind, müssen wir uns ja trotzdem hier nicht rumstreiten in den Kommentaren. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Jetzt gehen wir aber auf Hand of Blood und die ganzen neuen Ereignisse ein. Da ist einiges passiert und ich finde es sehr, sehr spannend, was da alles so vorgefallen ist. Zu Beginn möchte ich nochmal ganz klar betonen, das, was jetzt mit Hand of Blood dort passiert und anderen Influencern, finde ich absolut nicht in Ordnung, Leute zu bedrohen, zu belästigen oder auf deren Namen Bestellungen zu machen und somit auch die Restaurants in der Corona-Krise zu schädigen, ist absolut ekelhaft und sowas sollte man auch immer dann hier ganz klar betonen, dass das das Allerletzte ist. Das möchte ich auch nochmal zu Beginn machen. Hand of Blood zitiere ich jetzt mal von Twitter: Hey, liebe Kollegen, aktuell werden mehrere Influencer von meiner Nummer angerufen. Die Person, die dort am Telefon ist, bedroht euch. Bitte geht nicht dran. Gerne Retweet, damit viele Influencer es sehen. An alle Kollegen, deren Adressen von der Person bekannt sind und die derzeit mit Lieferando-Bestellungen terrorisiert werden, lasst euch von den Lieferanten sagen, zu welchem Restaurant sie gehören und sagt ihnen, dass ihr die Bestellung nicht getätigt habt. Ihr könnt euch dann an info@lieferando.de wenden mit der Information, von welchem Restaurant die Bestellung geliefert wurden und an welche Adresse. Dann hat Lieferando die Möglichkeit, entsprechende Nutzerkonten zu blockieren und eventuell auch Bestellungen zu der Adresse einzuschränken. Und dann ist hier auch nochmal eine Nummer weitergegeben worden von der Polizei. Also es geht wirklich in eine Richtung, die sehr krass ist und die ist natürlich absolut zu verurteilen. Hand of Blood hat einige Aussagen getätigt, die ich auch kritisiert habe in meinem letzten Video. Ihr könnt da gerne nochmal reinschauen, aber das, was jetzt dort passiert, ist absolut krass und krank und es geht mittlerweile wirklich in so eine Richtung, wo man auch Restaurants schädigt, nicht nur die Influencer, die man vielleicht nicht mag, sondern auch die Restaurants und das gerade in unserer Krise hier. Also denkt bitte drüber nach, was ihr dort macht. Interessant ist auch, dass ausgerechnet auch Tinker Leo betroffen ist. Und das waren ja auch die Kandidaten, die bei diesem Rust-Drama ja auch mehr oder weniger die Geschädigten waren, beziehungsweise Tinker Leo, die aus dem Clip, die sich beschwert hat, dass Danny dort diesen Spruch gemacht hat und das hatten die ja auch mittlerweile dann schon längst geklärt gehabt. Hand of Blood hatte sich ja dann nochmal klar positioniert und auch einige andere wie Pizmeat und Co., dass sie das nicht in Ordnung fanden. Und das ist jetzt sehr interessant, was jetzt daraus geworden ist, dass ausgerechnet diese Kandidaten jetzt auch belästigt werden. Denn sie schreibt auch selbst bei mir und sie schreibt wenig später auch noch weiter, was mich extrem wütend macht. Die Geschädigten sind in dem Fall die Restaurants. Und das habe ich ja auch betont, dass es relativ krass ist, jetzt auch gerade in der Corona-Krise, wo es vielen Restaurants sehr schlecht geht und viele halt am Limit arbeiten und vielleicht auch nicht wissen, wie der nächste Monat aussieht, dann die auch noch zu schädigen mit solchen dämlichen Aktionen. Die Ware produzieren, die ihnen keiner zahlt, essen, die im Müll landet. Damit haben es die Gastronomen wirklich schwer genug. Es wird Essen auf meinen Namen mit meiner Telefonnummer an irgendwelche Adressen in Deutschland bestellt. Restaurants freuen sich über Aufträge und dann, um dann festzustellen, dass es fake war. Sie rufen mich wütend an, ich erkläre es am Ende, sind alle so lieb und voller Verständnis und sie sind traurig, weil sie sich in dieser beschissenen Zeit über einen Auftrag gefreut haben, der gar keiner war. Sie sind umsonst rausgefahren und das alles nur, weil irgendein Troll es witzig findet, uns zu nerven. Und da muss man auch nochmal ganz klar jetzt hier nochmal betonen, dass das das Allerletzte ist. Ja, also wie gesagt, das hat sie hier sehr gut erklärt.
dass dort die Restaurants geschädigt werden. Denen geht es momentan schlecht genug, ja, und dann die Leute abzunerven, die man jetzt persönlich nicht mag, mit solchen ekligen Methoden und dann noch Dritte reinzuziehen, ist einfach absolut daneben. Ja, ihr könnt eure Meinung äußern, ihr könnt mal einen Tweet raushauen oder ihr könnt meinetwegen ein YouTube-Video machen, wo ihr eure Meinung sagt, dass ihr das nicht in Ordnung fandet. Aber Leute so zu belästigen und zu beleidigen oder auch Restaurants noch mit reinzuziehen und zu schädigen in unserer Situation, das muss nun alles nicht sein. Mir kommt die ganze Situation momentan auf den sozialen Netzwerken mehr als gereizt vor. Auf Twitter ist es ganz besonders schlimm, aber auch auf Facebook oder Instagram merkt man, dass die Leute sehr gereizt sind. Der Lockdown ist für uns alle sehr schwierig. Viele haben finanzielle Probleme, sind in Kurzarbeit, haben ihren Job verloren oder haben in Zukunft einfach finanzielle Probleme. Und da sollten wir uns dann vielleicht auch ein wenig mehr mit Freundlichkeit begegnen. Ja, ich versuche hier euch nochmal auch aufzuzeigen, wie krass das vielleicht auch für manche ist, dass sie täglich Morddrohungen, Beleidigungen und jetzt auch noch solche Sachen über sich ergehen lassen müssen, nur weil sie vielleicht mal irgendwas im Internet gesagt haben, was vielleicht einigen sauer aufgestoßen ist. Zeigt immer ein wenig Empathie. Leute sind nie perfekt, ja, und jeder macht mal auch einen Fehler oder macht mal einen blöden Spruch oder regt sich vielleicht auch mal zurecht auf. Und ich finde, man sollte dann schon ein wenig versuchen, Empathie zu zeigen. Das habe ich auch im letzten Video gesagt, und für manche sind die Grenzen der sexuellen Belästigung halt andere als vielleicht für einen selber, und da sollte man halt trotzdem immer auch drauf Rücksicht nehmen. Das möchte ich auch nochmal betonen, und das finde ich auch ganz wichtig als Schlusswort hier nochmal für euch, und ich hoffe, ihr bleibt hier am Ball und lasst noch ein Abo da zum Schluss, und ich hoffe, ihr bleibt auch alle gesund. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei den News und Meinungsblogs wieder, hoffentlich auch vor der Kamera, und ich hoffe, dann sind wir hier auch ein paar mehr als beim letzten Video wieder. Bis bald und ciao, ciao.